Am vergangenen Samstag, dem 13. Oktober, fand in Berlin der Aufmarsch unteilbar mit einigen tausend, Teilnehmern statt. Zu den Befürwortern dieser Veranstaltung gehörte Medienberichten zufolge Bundesminister Maas. Bei der Veranstaltung kam es zu massiven antisemitischen und israelfeindlichen Ausfällen. Zudem wurde gefordert, lautstark und öffentlich, Zitat, Schweine, die Bundeskanzlerin Merkel und Bundesinnenminister Seehofer müsste man aus dem Amt jagen. Ich frage die Bundesregierung, warum haben Sie nach dem skandalösen Verlauf dieser Veranstaltung, dieser Demonstration, die Geschehnisse dort nicht kommentiert, wie beispielsweise die Geschehnisse in Chemnitz ja auch von Ihnen kommentiert wurden? Und welche Maßstäbe gelten für die Bundesregierung grundsätzlich bei der Bewertung von Demonstrationen? Über die Maßstäbe der Bundesregierung wird Ihnen jetzt Staatsminister Roth etwas sagen. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, Herr Kollege, ich vermag Ihnen nichts über die Grundsätze der Bundesregierung zu sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich es außerordentlich begrüße, dass Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung sich gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern demonstrativ für die Menschenrechte, für Demokratie, für die Menschenwürde eingesetzt haben. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir uns auch zu diesen Werten verpflichten, auch wenn einige wenige Teilnehmende dieser Demonstration diese Werte offenkundig nicht vertreten haben. Aber damit sollten wir nicht die vielen diskreditieren, die eben für Demokratie, gegen Rassismus, gegen Intoleranz und für ein starkes Europa aufgetreten sind. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Bundesregierung. Im Dezember will die Regierung den globalen Pakt für Migration unterzeichnen. Dieser Pakt verpflichtet die unterzeichnenden Staaten zur Aufnahme von Migranten auch ohne Flucht- oder Asylgrund in nicht begrenzter Zahl samt Familiennachzug, dies auch bei illegalem Grenzübertritt, auch bei Nutzung strafbarer Wege wie Schleusung und ohne Betracht ihrer Herkunft, ihres rechtlichen Status oder ihrer Qualifikation. Meine Frage, wenn dann sämtliche bisher geltenden Kriterien der Zuwanderungsberechtigung entfallen und damit auch jede Prüfung im Rechtsweg und jede Rückführung, jede nicht freiwillige Rückführung, wie sehen Sie unter diesen Vorzeichen dann noch den Sinn und die Arbeit der Ankerzentren, etwa die Anwendung von Kriterien für die Aufnahme, den rechtlichen Migrationsstatus für Verteilung im Land bzw. Rückführung? Danke, Herr Kollege. Ich würde dem Kollegen Staatsminister Roth, der sich gemeldet hat, das Wort geben. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, ich bin dankbar dafür, hier noch einmal erwidern zu können, weil ich doch sehr darüber verwundert bin, dass Sie eine ähnliche Frage stellen, die einer Ihrer Kollegen bereits in der vergangenen Woche gestellt hat. Da sie bar jeglicher Faktenlage ist, will ich hier noch einmal deutlich machen, worum es im Kern geht. Der globale Migrationspakt, nicht zu verwechseln mit dem globalen Flüchtlingspakt, ist keine völkerrechtlich bindende vertragliche Grundlage, und es geht überhaupt nicht um die Verteilung oder um die Umsiedlung von Geflüchteten. Es geht um die Steuerung und um die Sicherung von Migration. Und dabei geht es um die Unterstützung von Herkunfts-, Transitländern und Ländern, die Migrantinnen und Migranten aufnehmen. Insofern bin ich sehr verwundert darüber, dass Sie abermals hier den Versuch unternehmen, mit Unwahrheiten und offenkundig auch mit Lügen hier Fakten zu verdrehen. Ich weise das von mir. Und zwar liest man in letzter Zeit in der Presse häufig über Flüchtlinge, die flüchten, und zwar aus der Abschiebehaft. Letztmalig geschehen Anfang Oktober in Darmstadt. Ein marokkanischer und ein tunesischer Staatsangehöriger haben sich da durch Flucht ihre Abschiebung entzogen. Und meine Frage an die Bundesregierung wäre, wie viele Ausländer, und ich meine ja Ausländer im Sinne von § 4 Aufenthaltsgesetz, haben nach Kenntnis der Bundesregierung die Abschiebehaft durch Flucht verlassen. Darüber gab es keine Diskussion im Kabinett. Ich würde diese Frage dann schriftlich beantworten lassen vom zuständigen Haus, um auch Ihnen dann Auskunft zu geben. Danke, Herr Minister.